Mit Glas. Komm her. Machen wir nochmal. 8, 4. Oh nee, das war jetzt zu viel. Das war der falsche Druck. Gut, ist jetzt passiert. Was soll's. Sind wir das ganze Glas losgeworden. Wir haben kein Glas mehr. Haben wir denn Sand? Wir brauchen nämlich dringend dann auch, gerade mal gucken. Sand irgendwo. Hat das einer versteckt? Vielleicht. Da, Sand. Muss gebrannt werden. Brandsand. Ach so, und hier oben dann auf jeden Fall die Birke. Die Birke können wir so verbrennen, das ist überhaupt kein Problem. Die lasse ich jetzt mal noch drin. Da haben wir noch 4 Karkohl. Einmal Birke bitte brennen in Karkohl. Ah! Oh, der John Steed kommt. Tatsächlich. Ich habe gerade eine SMS gekriegt, der John Steed kommt. Uiuiui, das wird natürlich jetzt witzig. Passt mal auf. Hust, Hust, Hummel, Hummel, Moors, Moors. Ich schnappe mir schon mal diese 2 Karkohl. Also da oben brennt ja jetzt Birke. Und dann tue ich mal daneben. Ah, da sind schon 6 drin. 7, 8 und auf geht's. Okidoki. Ich suck mich gerade mal in die Aufnahme rüber. Und guck dann gleich, ob der John Steed wirklich kommt. So, wir haben jetzt genug Leitungen. Das wäre ja prima, wenn der jetzt einfach so auftauchen würde. Ich setze mal hier den und den an. Ich muss mal gerade das Brot wegtun. Und diese goldene Leitung, die brauchen wir ja nicht. Das geht ja auch ohne, fällt mir gerade ein. Gold und Gold. So, da kommt nur Cobblestone dran. Ja, hier kann man weggehen und hier kann man Cobblestone dran machen. Und noch ein. Jetzt, damit ich nicht ins Loch falle, das wäre böse. Passt mal auf, tue ich jetzt hier mal einen goldenen dran. Und noch einen goldenen und mache dann ein bisschen Cobblestone. Cobblestone und mache einfach noch einen goldenen dran. So, auf jeden Fall, die Leitung steht jetzt für die Kisten. Und jetzt können wir den Strom legen. Tue ich jetzt einfach so und so. Prima. Strom ist da. Er fängt schon mal an, den Rest abzubauen, der jetzt hier noch in der Leitung ist. Es läuft ja nämlich nichts. Das ist wirklich der restliche Leitungsstrom. So, das Brot nochmal rausholen und futtern. Das Ding wird nämlich gleich wieder stehen bleiben. Zip, da sieht man es. Es macht so gut wie nichts mehr. Es schwebt einfach dort in der Luft herum. Ja, fantastisch. So, dann gehe ich jetzt einmal pennen. Und sage dann auch gleich, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Ist jetzt egal. John Steed kommt jetzt gleich. Ich müsste ihm dann eigentlich mal schreiben. Ja, er kommt jetzt gleich und. Komm schon, Steed, we need Steed, auf jeden Fall. So, und jetzt, da steht er und tut einfach nichts. Und ich schalte jetzt, ich gucke nochmal rein, ja, wir haben 1000 Liquid Force und die schalte ich jetzt ein. So, und die produzieren 8 MJ. Eine Engine macht 8 satte MJ. Da, und zwar mit Wasser gekühlt. So, und das Ganze reicht natürlich zum Betreiben, zu einem anständig schnellen Betreiben eines Quarries. Ist eine prima Sache. So, er baut jetzt erstmal schön hier auf, ne? So, haut mal alle ab. Zur Sicherheit tue ich doch nochmal Wooden Transport. So, und jetzt pam, 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 pam. Fang an. Da läuft es durch die Leitung, ihr seht's. Und zwar voll beschleunigt und dann mitten in die Kisten rein. Perfekt. Oh, ist das perfekt. So, jetzt gibt mal ein bisschen mehr Gas. Auf jeden Fall einen Wassereimer habe ich noch. Den werde ich jetzt gleich mal hier einstreuen. Nein, eigentlich ist es jetzt noch nicht nötig. Ach ja, hier komme ich jetzt nur oben auf die Leitung drauf. Eigentlich wäre es jetzt noch nicht nötig, den Wassereimer einzustreuen. Aber es kann ja nicht schaden. Wenn dann nämlich plötzlich doch hier mal Lava erscheinen sollte. Ich gucke einfach mal hier unten jetzt rein.
da war, und in Lava da unten links, da sieht man so ein bisschen Obsidian. Mal ein bisschen hier rumgehen. Grockelig und mockelig, ja tatsächlich. So, ich komme da jetzt leider nicht hin. Der Spawner steht noch da unten. Und Redstone, was weiß ich noch alles. Ich muss jetzt über die Kisten klettern. Damit ich hier das Wasser setzen kann. So, und das werde ich hier machen. Und dann werde ich beschleunigen. Weil das reicht jetzt noch nicht ganz. Eine Force Engine ist, kommt nicht ganz so viel, wie man eigentlich machen könnte. Es wäre schön, wenn jetzt noch eine Force Engine da wäre. Aber ich gucke jetzt mal gerade, wie schnell er das verbraucht. 7, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es geht also recht zügig, wie ihr seht. Ich fülle das Ganze nochmal nach. So, hier sind die Eimer, die Force-Eimer. Einmal bitte hier raus. So. Force from the horse. New mental requirement. Einmal bitte und dann zusammenpacken, zusammenpacken. Und zweimal bitte und reingucken. Ja, wir haben jetzt 2673, 72, 71, 70 Liquid Force, mit der diese Maschine angetrieben wird. Diesen einmal behalte ich jetzt auch einfach mal in der Hand. So, mit 8 MJ läuft das Ganze eigentlich recht angenehm. Ich mache das Wasser nochmal aus. Das muss jetzt nicht unbedingt da bis komplett hinunterlaufen. Das kostet natürlich auch ein kleines bisschen. Ja. So, wir können beschleunigen. Wir haben jetzt noch 7 Force und wir haben da hinten noch jede Menge. Ich mache das einfach mal, passt mal auf. Ich habe jetzt zwar kein Liquid Force mehr. Ne, habe ich tatsächlich nicht. Ich brauche aber Liquid... Ah. Ja, wir können als nächste Erklärung aus diesem Force Lock können wir Liquid Force machen, indem wir die einfach in einen Squeezer reinpressen. Und der versorgt die Maschinen dort mit Liquid Force. Dann hole ich mal aus dem Ding Refined Iron raus. Und da sehe ich schon den John Steed. Achtung, gleich kommt's. Einmal bitte rüberkommen. Er ist jetzt im anderen Chat mit drin im Teamspeak, wird jetzt gleich wechseln. Na komm, jetzt lass aber nicht lange auf dich warten, Junge. Sieh zu. Im Nu. Jetzt braucht er doch noch ein kleines bisschen. Dalita da, ist noch nicht da. Wo ist Steed? Noch im Willkommensbereich. Na gut, wenn er jetzt gleich kommt, kann es ja eigentlich wieder fleißig weitergehen. Dann nehmen wir halt nochmal ein kleines bisschen auf. Stündchen vielleicht, ne? Einfach mal schnuppern. So, die ganzen Leitungen kann ich jetzt aber auch wieder wegtun. Da und die kommen. Ach ja, genau, die können jetzt alle weg. Brauchen wir nicht. Ich stups ihn jetzt einfach mal an. So, angestupst. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Mitten in die Aufnahme, so wie es gewünscht war. Alter, warte schon die ganze Zeit hier auf dich. Ja, ist ja gut, ich bin auch da. Ja, wurde jetzt aber auch langsam Zeit. Ja, ich bin auch mal wieder hier. Ja, wurde auch, ja, tatsächlich. Wie viele Folgen habe ich jetzt schon ohne dich abgedreht? Eigentlich nicht ganz so viele. Ich glaube 6. Ja, 3 sind jetzt nochmal am Start, also ja. Eieiei. Die sind aber dann ganz schnell abgebrochen, sind also wirklich nur 3 geworden, 3 mal Viertelstunde. Und jetzt hänge ich hier schon ein kleines Weilchen herum, hab den zweiten Query jetzt endlich mal gesetzt. Ah, du bist auf dem Server, okay. Ich glaube, ich brauche dafür aber nochmal die IP, weil ich das hat ja Minecraft ja nochmal neu machen müssen. Ach so, ja, Moment, ich schick sie dir gerade rüber. Du wärst super nett. Ich stupse dich dafür. Aber nett. Anstupsen, ne? Ja, genau. Der muss mal wieder gestupst werden. So, ja. Add a new server.
Ich habe ja auch die Bepflanzung mal ein bisschen gemacht, aber wirst du jetzt gleich sehen, wenn du kommst und die erste Force Engine läuft.